Das hier ist ein Quick-Tipp-Video zum Thema Online-Kurse auf Wix. Und zwar geht es darum, falls du eine Landing-Page, eine Sales-Page haben möchtest und dort ein spezielles Programm zeigen möchtest und darstellen möchtest, du hast aber mehrere Programme, dann ist die Implementierung dessen nicht ganz intuitiv. Ich zeige dir zwei Methoden, wie du das darstellen kannst. An sich ist es nicht schwer, man muss halt nur wissen, wo man draufklicken muss. Für alle, die mich nicht kennen, hi, ich bin Petra, die Wix-Expertin für den deutschsprachigen Raum, und hier auf diesem Kanal dreht sich alles um den Wix-Editor und wie ich dir schneller und effizienter zu einer besseren Webseite verhelfen kann, damit du nämlich dein Business besser voranbringst. Um ein einzelnes Programm auf die Landingpage zu bringen, also auf eine andere Seite innerhalb dieser Webseite, bei der sich die Programme befinden, muss ich wie folgt vorgehen. Ich gehe in dem Editor auf die Programmliste, klick auf das Widget, sodass die Programmliste markiert ist, gehe hier auf Einstellungen und hier unten findest du den Button Erweiterungen. Nun habe ich die Möglichkeit, entweder Hochformatansicht oder Querformatansicht auszuwählen. Und hier bestimme ich, auf welche Seite das gehen soll. Das heißt, wenn ich jetzt eine Seite Landingpage erstellen hätte und ich möchte dort ein Widget in dem Hochformat haben, dann würde ich die Webseite hier, also würde ich die Unterseite hier auswählen. In meinem Fall habe ich das auf die Startseite impliziert und das hat sich hier installiert. Ich habe es an einen Streifen hinzugefügt. Ich habe hier die Möglichkeit, entweder nur ein einzelnes Programm, also nur einen einzelnen Online-Kurs darstellen, oder aber auch mehrere. Das steuere ich in dem Widget auf der separaten Seite. Wenn ich das als erstes aufmache, dann sehe ich hier alle Programme, die veröffentlicht sind. Wenn ich eins davon nicht gerne drauf hätte, dann klicke ich einfach hier drauf und blende es aus und dann sind sozusagen die anderen zwei nur sichtbar. Wenn mir die Reihenfolge der Programme nicht gefällt, dann kann ich das einfach mit verschieben, indem ich es anklicke, festhalte und an die Stelle hinzufüge. Rein theoretisch könnte ich auch aus dieser Position auch einen Programm oder einen Online-Kurs hinzufügen. Das ist aber etwas, was ich so nicht empfehle, denn warum soll ich unnötigerweise aus dem Editor arbeiten? Da arbeite ich lieber aus dem Dashboard und erstelle dort die Programme. Eins ist in diesem Fall vielleicht noch erwähnenswert, und zwar, dass jedes einzelne Widget, also sprich das, was du auf der separaten Unterseite installiert hast, ein eigenes Design und eigenes Layout hat, damit es auf diese von mir aus der Landingpage passt oder aber auch optisch eher zu der Startseite passt. Da hast du in jedem einzelnen Widget die Möglichkeit, das wirklich einzigartig zu gestalten. Und es wird nicht auf die anderen Programmlisten oder Programme übertragen. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn du allerdings auf der Landingpage nicht mit einem Widget, mit einem Programm-Widget arbeiten möchtest, sondern möchtest sozusagen nur Verlinkung erstellen, dann machst du das wie folgt. Du suchst dir einen Button, in diesem Fall ist dieses ein durchsichtiger Button, klickst hier auf Link und lässt es
hier auf Seite. Dann gehst du auf Seite auswählen und scrollst bis zu den Punkt Programme, wählst dann die Programmseite. Das ist wichtig, denn es soll ja zu einem spezifischen Online-Kurs gehen, und sagst dann, wählst dann das Programm aus, und er wird jetzt automatisch hier eine Verlinkung schaffen zu der Programmseite von diesem Online-Kurs. Er wird keine Verlinkung schaffen direkt zum Registrieren. Das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, denn es wird dann dazwischen immer noch ein Schritt sein, aber ist vielleicht optisch für dich einfacher, es in einen Fließtext oder sozusagen auf die Landingpage einzubauen. Wenn dir das Video zu diesem Thema gefallen hat, ich habe dann noch ein anderes Video zu dem Thema Online-Programme, und es kommen zwei Kurse raus, deswegen solltest du den Kanal abonnieren. Und zwar, wie versende ich automatisch Rechnungen für einen Online-Kurs, und auch ganz genau, wie erstelle ich einen Online-Kurs mit Wix.